Über Power Pivot können Tabellen ohne Zuhilfenahme des S-Verweises miteinander verknüpft und in Pivot-Tabellen analysiert werden. Im folgenden Beispiel habe ich drei Spalten, anonymisierte Verkäufernummern, Filialnummern und Summen. Mir stehen natürlich in anderen Tabellen die Verkäufer mit den jeweiligen Namen und die Filialnummern mit den jeweiligen Standorten zur Verfügung. Regulär würde ich nun über einen S-Verweis auf die Filialnummer verweisen und den Verkäufer oder Filialwert entsprechend auslesen. Aufbauend hierauf eine Pivot-Tabelle würden mir die Namen zunächst nicht zur Verfügung stellen der Standorte und der Verkäufer. Über Power Pivot ist dieser Zwischenschritt nicht erforderlich. Ich nehme alle drei Tabellen unverknüpft einzeln in Power Pivot auf. Ich klicke in die jeweiligen Register, klicke in die Tabellen und beim Register Power Pivot auf verknüpfte Tabelle erstellen. Sie sehen nun hier unten, wie die jeweiligen Tabellen, das sind die Tabellennamen. Das ist ja hier, wenn ich auf Tabellentools klicke, Entwurf, kann ich der Tabelle einen Namen geben. Dies hier sind zum Beispiel die Standorte. Stehen mir die jeweiligen Tabellennamen unten als Register zur Verfügung. Über das Register Entwerfen kann ich nun eine Beziehung von dieser Spalte Verkäufernummer zum Beispiel auf Tabelle 2, dort heißt die Spalte ebenfalls Verkäufernummer, verknüpfen. Erstellen, hier oben sichtbar, ein Symbol, das verknüpft wurde. Das gleiche mit Filiale. Hier heißt allerdings bei Standorte die Spaltenüberschrift Filialnummer. Ja, Filiale, Beziehung erstellen, verknüpfen mit Standorte. Filialnummer, es wurde nicht automatisch erkannt. Anschließend werde ich hierauf aufbauend eine Pivot-Tabelle erstellen. Übers Register Home, Pivot-Table, ich nehme die reguläre Pivot-Tabelle, in einem neuen Arbeitsblatt. Ich sehe nun alle drei Tabellen mit den jeweiligen Spalten und statt nun die Filiale und die Verkäufernummer, die anonym sind, auszuwerten, nämlich nicht die Filiale, sondern den Standort, der ja mit der Filialnummer hier über Filiale verknüpft ist. Ebenfalls nicht den Verkäuferwert, die Zahl, sondern natürlich den Namen. Und schon ist mit einfachen Mitteln von Power Pivot, ohne S-Verweise, ohne zusätzliche Datenmengen, ein recht gut auswertbares Pivot-Gerüst geworden.